Violetta, wie alles beginnt. Letzter Aufruf für den Flug nach Buenos Aires. Bitte begeben Sie sich zum Ausgang 14. Das ist Violetta. Ihr Leben wird sich schon sehr bald von Grund auf verändern. Violettas Mutter starb, als sie noch sehr klein war. Du weißt nicht, wie sehr du mir fehlst, Mama. Sie wächst bei ihrem Vater Hermann auf, einem erfolgreichen Geschäftsmann. Er tut alles, um seine Tochter zu beschützen, was Violetta oft zu viel wird. Du schleifst mich durch die Gegend, als wäre ich ein Koffer. Violetta, das Wichtigste auf der Welt ist für mich, dass du glücklich bist. Kann ja sein, dass du das alles für mich tust, aber ich ersticke. Als Violetta kurz vor ihrem Geburtstag mit ihrem Vater von Madrid nach Buenos Aires zieht, ist sie alles andere als glücklich. Ich will keine Geburtstagsparty. Darf ich mir nicht wenigstens aussuchen, was ich an meinem Geburtstag machen will? Ich möchte ausgehen in eine Show. Nein. Eine Begrüßungsparty ist wirklich keine schlechte Idee und wir feiern deinen Geburtstag. In ihrem neuen Zuhause wartet bereits die hinterhältige Verlobte ihres Vaters auf sie. Jade. Ach, wie schön, dich zu sehen, Herzchen. Wir werden so viel zusammen machen. Wir gehen zum Friseur, ins Spa. Jade versucht alles, um sich bei Violetta beliebt zu machen. Doch sie treibt ein falsches Spiel. Gemeinsam mit ihrem Bruder versucht Jade, an Hermanns Geld zu kommen. Mach sie zu deiner Freundin. Aber Matthias, ich organisiere eine Geburtstagsparty für sie. Ist das etwa nichts? Nein. Alles ist besser als nichts, wenn es dazu führt, dass du Hermann heiratest. Bitte, gib mir eine Chance. Weiß mich nicht zurück. Ich wäre gern deine Freundin, deine Beraterin, deine... Meine Mama. Sag's ruhig. Ich kann sie nicht ausstehen. Sie ist ein verzogenes Gör. Sie ist schlecht frisiert, schlecht gekleidet und außerdem ist sie ein Miesepeter. Als Violetta nach einem Streit mit ihrem Vater unglücklich Reis ausnimmt, geschieht etwas, das ihr wieder neuen Mut gibt. Durch einen glücklichen Zufall trifft sie auf einen ganz besonderen Jungen, der ihr Leben in Buenos Aires schlagartig verändert. Woher kommst du? Aus Madrid. So ein Zufall, ich komme gerade aus Madrid. Und wie findest du es? Wunderschön. So wie du. Sein Name ist Thomas. Er arbeitet als Pizzabote. Aber seine große Leidenschaft ist die Musik. Als er zufällig auf die angesagte Musik- und Tanzschule Studio 21 stößt, trifft er auf eine für ihn neue und faszinierende Welt. Doch dort sind nicht alle gut auf ihn zu sprechen. Wieder dieser Pizzaboy? Ja, was fällt ihm ein, einfach hier Gitarre zu spielen? Voll daneben, oder? Das ist Ludmila. Sie ist mit allen Wassern gewaschen und lässt keinen der anderen Schüler neben sich gelten. Es ist nicht meine Schuld, dass ich intelligent, schön und talentiert bin. Das ist ein hartes Schicksal. Zusammen mit ihrem Freund Leon, ihrer Freundin Nata und Andres ist sie fast immer auf Konfrontation aus. Mach den Weg frei. Los, Abflug. Talentfreies Ameisenvolk ohne einen Hauch von Glamour verzieht euch. Mein Hund hat mehr Musikverständnis als du. Ludmila nutzt jede Gelegenheit, um den anderen eins auszuwischen. Was machst du meine Arbeit? Ach, sorry. Das war keine Absicht, ehrlich. Und das war bloß der Anfang. Du bist echt das Letzte. Hör auf, Camila. Doch zum Glück gibt es im Studio 21 noch Francesca, Maxi und Camila. Die drei leben für die Musik und halten immer zusammen. Maxi! Hey, Camila, wie läuft's? Gut. Und heute? Hippie. Wieso denn Hippie? Gestern warst du noch eine Pop-Diva. Ach, Maxi, gestern Pop-Diva, heute Hippie. Und wer weiß, wie es weitergeht. Der pure Mangel an Persönlichkeit. Als was hast du dich jetzt wieder verkleidet? Oh nein, mir reicht. Warte, halt, stopp. Hier werde ich schon dein falsches Lachen austreiben. Falsche Schlange. Lass mich. Hey, ich finger weg, Kerl. Los damit, was ist hier los? Und dann ist da noch der Leiter der Musikschule, Pablo. Ihr bekommt eine Aufgabe. Das Thema heißt, gemeinsam sind wir mehr. Ihr habt eine Woche Zeit. Ihr werdet euch einigen müssen, wie ihr gerade... Als Violetta am Studio 21 vorbeigeht, kommt es zu einer schicksalhaften Begegnung. Ich komme gleich. Ludmilas Freund läuft ihr über den Weg. Leon. Achtung, pass auf! Alles in Ordnung? Ja, alles klar. Danke. Na schön. Pass auf dich auf. Du schuldest mir was. Von diesem Moment an kann sie nicht aufhören, an ihn zu denken.
Doch eigentlich schlägt Violettas Herz für Thomas. Und sie wünscht sich nichts mehr, als ihn endlich wiederzusehen. Endlich wird ihr Leben bunter. Und als dann auch noch Angie auftaucht, die ihre neue Hauslehrerin wird, kehrt Violettas Lebensfreude zurück. Ich möchte, dass eine Frau wie Sie sich um Violetta kümmert, jemand, der sie im Griff hat. Das Einzige, was Violetta braucht, ist Zuwendung. So einfach ist das. Was Angie ihr und ihrem Vater allerdings verschweigt, ist, dass sie Violettas Tante ist. Hallo. Hallo, Violetta. Ich bin deine... Ich warte schon seit so langer Zeit auf diesen Moment. Aber warum erzählt Angie nicht die Wahrheit? Wovor will sie Violetta beschützen? Du belügst sie, Angie. Technisch gesehen verheimliche ich nur die Wahrheit. Der, der sie belügt, ist ihr Vater. Was geschah wirklich mit Violettas Mutter? Das ist ja Mamas Kleid. Und welches Geheimnis hütet ihr Vater? Nein, nein, nicht da rein. Warum nicht, Papa? Was ist da drin? Findet Violetta im Studio 21 neue Freunde? Wird Thomas es schaffen, Violettas Herz zu erobern? Und welche Rolle spielt Leon in Violettas Leben? Violetta, die neue Serie im Disney Channel.